Herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei. Jenes Buch, in dem fast 100 gleichnishafte orientalische Geschichten versammelt sind und in Beziehung zu Fallbeispielen aus der psychotherapeutischen Praxis gesetzt werden. Es sind unterhaltende Geschichten, die aber nicht nur unterhalten, es sind Lehrstücke, die nicht nur lehren, es sind literarische Miniaturen, die nicht nur um der Kunst willen erzählt und niedergeschrieben wurden, es sind Gleichnisse zur Lebenshilfe, die jeder seinen eigenen Bedürfnissen entsprechend anwenden kann. Gesammelt von meinem lieben Lehrer Nosrat Pezeshkian, und er schreibt im ersten Kapitel dazu: In den letzten Jahren habe ich eine Vielzahl orientalischer, zumeist persischer Mythologien und Fabeln zusammengetragen. Diese Mythologien wurden unter dem Gesichtspunkt ausgesucht, dass sie auf zwischenmenschliche wie seelische Konflikte und Missverständnisse hindeuten und deren Hintergründe und Folgen dem Hörer näher bringen. Dass ich auf orientalische Geschichten zurückgriff, hat keine prinzipielle Bedeutung. Orientalische und okzidentale Mythologien und Weisheiten besitzen in vieler Hinsicht gemeinsame Wurzeln und haben sich erst im geschichtlich-politischen Spannungsfeld voneinander gelöst. Wir neigen dazu, Geschichten, Märchen, Sagen, Mythologien und Parabeln als Domäne der Kinder zu betrachten. Ihnen haftet etwas Urzeitgemäßes an. Unzeitgemäßes. Die Geschichten erzählende Großmutter im westlichen Abendland scheint bald ebenso der Vergangenheit anzugehören wie der professionelle Geschichtenerzähler des Orients. Und dieser Entwicklung wollen wir entgegentreten und ist Nosrat Pezeshkian entgegengetreten, indem er eben diese Geschichten gesammelt, niedergeschrieben und sie in seine therapeutische Arbeit mit einbezogen hat. Und ihr Lieben, heute lese ich euch eine Geschichte vor, die heißt Vom Mut eine Probe zu wagen. Also lehnt euch zurück, nehmt ein Heißgetränk zur Hand, fühlt euch gut und lauscht der Geschichte, die jetzt kommt. Vom Mut eine Probe zu wagen. Ein König stellte für einen wichtigen Posten den Hofstaat auf die Probe. Kräftige und weise Männer umstanden ihn in großer Menge. »Ihr weisen Männer«, sprach der König, »ich habe ein Problem und möchte sehen, wer von euch in der Lage ist, dieses Problem zu lösen.« Er führte die Anwesenden zu einem riesengroßen Türschloss, so groß, wie es keiner je gesehen hatte. Der König erklärte: »Hier seht ihr das größte und schwerste Schloss, das es in meinem Reich je gab. Wer von euch ist in der Lage, das Schloss zu öffnen?« Ein Teil der Höflinge schüttelte nur verneinend den Kopf. Einige, die zu den Weisen zählten, schauten sich das Schloss näher an, gaben aber zu, sie könnten es nicht schaffen. Als die Weisen dies gesagt hatten, war sich auch der Rest des Hofstaats einig, dieses Problem sei zu schwer, als dass sie es lösen könnten. Nur ein Wesir ging an das Schloss heran. Er untersuchte es mit Blicken und Fingern, versuchte es auf die verschiedensten Weisen zu bewegen und zog schließlich mit einem Ruck daran. Und siehe, das Schloss öffnete sich. Das Schloss war nur angelehnt gewesen, nicht ganz zugeschnappt, und es bedurfte nichts weiter als des Mutes und der Bereitschaft, dies zu begreifen und beherzt zu handeln. Da sprach der König: »Du wirst die Stelle am Hof erhalten, denn du verlässt dich nicht nur auf das, was du siehst oder was du hörst, sondern setzt selber deine eigenen Kräfte ein und
wagst eine Probe. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch einen schönen Tag und bin gespannt darauf, welche beherzten Proben ihr heute angehen werdet. Und vielleicht, wenn ihr Lust habt, schreibt doch eure Erfahrungen mit den Proben, die ihr heute gewagt habt, hier unten in die Kommentare. Bis morgen und auf Wiedersehen.